Bin irgendwie gar nicht drin. Und halt ewig pennt Miguel, oder? Ja. Das hat schon geil ausgeschaut, das ist vom Ecker, wo es da zum Essen gehabt hat. Für den Preis. Ja, das ist ja halt, du kannst das ja in einer ganz anderen Qualität machen, wenn du sagst, der hat den Abend nur das verkauft. Weil da kannst du eine ganz andere Menge machen für den Abend. Problem ist, dass wir einer wie der Aki, die mögen es immer alle recht machen, also die mögen so viel feierler Zeug anbieten. Und dieses Problem. Weil wenn ich 100 Sachen verkaufe, dann kann ich nichts richtig machen. Hab ich ja gerade gesagt. Feindliche Kräfte! Das wärst du wahrscheinlich sonst nicht schaffen. Oder da wärst du halt sonst beim Preis so hoch gekommen, weil wenn du das so einzeln da hast, oder vielleicht geht es ja sonst nicht so gut. Weil wenn du das wegwirfst, das ist halt nicht so geil. Das wird schon geil ausgeschaut. Obwohl es für die Ripper, für den Horn von Ofer so Bratschläuche oder was das jetzt gibt, da werden es hart geil. Ja, nein, deswegen sag ich ja, wenn du die daheim machst mit so Bratschläuchen, da wären die auch richtig geil. Der war jetzt eh schon im Fresskoma, wie er durch den Pokal angegangen ist. Hier drüben, schnell! Und Einsatz gestartet! Ich suche mir Deckung! Du da Aral und hast du auf erst einmal 10 Brezen gekauft. Basilisk, Major Piotr Bukharov, Erbe von Raven's Rock, ist tot. Der Wunsch, seinem Vater zu rächen, war sein Verhängnis. Jetzt sind die Russen quasi blind. Hallo. Irgendeine Idee, wo ich diesen Ort finden kann? Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Ich will keinen Ärger. Norman, Sie haben eine Vision zerstört. Mein Momentum, man wird mich nicht vergessen. Man wird mich nicht vergessen. Schnell, ich habe genug Drohnen und Gas, um ein Alle Mutant und Lobby schließen. Millionen werden leiden, wenn es sein muss. Immer schnell, alle auf 5 Minuten zusammen wieder rum. Stimmt. Ich verändere die Welt nach meiner Vorstellung. Ja, aber was ist schon mit der Akku oder der Alex? Ideale. Sie haben gar nichts. Sie sind zur Pest oder Cholera, oder? Erledigt. Er ist ein Fackfleck, der bald aus der Geschichte getilgt wird. Das ist mein letzter Akt. Ich habe überlebt. Der Vorhang wird fallen. Nix hier auch schon damit. Kauft euch im Fernsehen, was ich hab mir gedacht. Du musst den Hebel rechts in volle Ausrichtung bringen, Maxi. Anschlag. Boah. Das ist dann willkommen in der Bad Zone. Und warst richtig dick drin und typico, oder? Sonst macht es ja gar keinen Spaß, Footballer zu schauen, wenn man nicht richtig dick drin ist. Und Tom Brady, oder?
Was hat so ein Trick gekostet? Aber normal zum Motzen oder über die Drehding da? Achso. Wenn er mehr dir so drückt, das wo er normal anziehen kann, wo er T-Shirt drunter anziehen und dann ist drückt. Was ist mit dem? Achso, ja, hab ich auch schon angeschaut, finde ich geil, gell? Aber spul ist jetzt da mit dem T-Shirt. Das habe ich für 42 Euro bestellt bei Shop Tio. Gibt es sogar immer noch. Die gelbe Switch 165 Euro über eBay bei Saturn. Habt ihr es gelesen? Nogenai von Saturn. Das Hardcore-Preis habe ich schon überlegt, ob ich reich bin. Aber ich spule halt zur Zeit zwingend mit der Switch, aber die war echt geil. Weil der Preis halt echt sick ist. Habt so einen Laptop gestern auch bereit gehabt, dass es ein Überreich gibt. Und? Wie? Wieso? Oh, deswegen geht man Sonntag auf noch 3. Weil das schon jemals irgendwem interessiert hat. Das weiß ich schon. Ich muss da auch schon die zwei GTA-Dinger. Ja, aber er kauft ja für den Scam, da verstehe ich nicht, warum ich nicht so ein GTA kaufe vom Release hier. Ja, aber die. Ja, aber er hat sich ja so viel so Kackspiele aufgestellt. Die wusste früher nicht einmal. Also den Preis finde ich jetzt in Ordnung. Weil bei ihm geht eh kein Rennen zu spät. Für was? Ich hab zwar Frühschwitzspiele, aber das hab ich noch nicht. Achso, der Manuel hat es, ist aber gut. Mhm. Sehr gut. Wir haben das auf Juni kurz gespielt bei ihm vorhin. Müsst ihr es nochmal anschauen, wie es ist. Er hat es. Shakedown Hawaii musst du aber und ist richtig geil. Kostet 20 oder 15, 20 Euro irgend sowas. Ist so wie die alten GTA von oben richtig und auch richtig lustig die Missionen. Richtig gut. Ich hab so, also ich hab mehr Switch-Spiele als wir PS4 und Xbox One miteinander. Weil es einfach viel mehr gute Spiele gegeben hat.
Weil jetzt, wo es auf der Xbox One oder so oder auf der PS4 gut war, kann ich mal genauso gut für PC oder kaufen. Ja, weil es da einfach gute Spiele gegeben hat. Ich hab da richtig viel. Ich hab mal das New Super Mario 3D, das New Super Mario da gekauft. Voll die, wo es halt für Dinge auch schon gegeben hat, hab ich gekauft. Für die Wii U. Ich hab's so nicht so richtig gespielt, alle, die liegen da eigentlich alle nur rum. Oh, das sind noch Sacke. Das sind gute Spiele, die kann man immer wieder spielen. Alter, in GTA bin ich richtig dick eingegangen. Ich hab so viele GTA-Spiele bestellt. Ich glaube, ich warte auf 11 Spiele. Und so für PS1 oder so. Ein Soundtrack von Vice City haben wir jetzt vorher gerade nicht mehr gekauft. Du weißt nicht, der ist gerade billig hergegangen. Ich habe echt zu manchen Zeiten da viele Evil so richtig und manche Zeiten viele Evil so null. Nein, das hat 30. Ist aber gut. Die Spiele musst du eigentlich kaufen, wenn es Ding ist. Wenn sie ein 3 in 1 Ding haben. Beim Mediamarkt oder Saturn, die haben das erste Mal eins gehabt. Für 91 Euro. Wenn du dünn bist, wenn du mit deinen Späten drückst und dann baust du so weit und dann spürst du das. Und da stellt man sich auch lustiger vor, als was wirklich ist. Das ist echt so ein 3D oder was besser. Ist geil, das hab ich. Das ist echt gut. Ich glaube, das habe ich von Manuel einmal zwei noch gekriegt. Oder zum Geburtstag oder so. Bei meistens warten wir, bis irgendein Spiel rauskommt. Und dann der sagt dann, ja, ich weiß nicht so sicher, ob ich es kaufe oder nicht. Und dann kauft sie einen einfach da und da.
Das war dieselbe bei dem Pokémon, bei dem Gelb und bei dem Pikachu und Evoli. Ich bin immer so der Manuel. Oh, ich weiß nicht. Oh, das ist, glaube ich, nicht so gut. Dann habe ich es einmal gekauft und geschenkt. Und dann hat er sich letztens in ein paar Wochen durchgespielt. Manuel, der spielt gerade das eine Samurai-Spiel da, das wo der Elotrix auch eine Zeit lang gespielt hat. Das Saikro oder wie das heißt, Sakiro. Er sagt aber, das ist echt gut. Mhm, der Manuel spielt ist sie auf der Vierer. Hörst du da den Store von Nintendo? Dann sind auch noch gute Spiele drin. Du bist tot! Hab ich auch schon öfter was gekauft. Ja, na, wie zum Beispiel das Resi 4, das hat 15 Euro gekostet, das haben wir einfach mal gekauft oder so. Weil es gibt es ja nicht so zum Kaufen. So, ja, das sind aber kabellose, was du jetzt hast. Das sind ja keine Originalen.
Sechst du das? Aber ne, kein von Nintendo, das meine ich. Ich habe Originale von Nintendo, da haben zwei Stück noch neu verpackt. Doch. Die kannst du überall anschließen. Ja. Weil die hast du für Dinge auch schon hernehmen können für die EU. Adapter auf USB. Ja, warte, sagst du. Die hast du am Anfang schon nicht gekriegt. Ja, die sind GameCube-Controller. Und die neu verkauft. Die waren richtig geil. Otto Neukundenrabatt völlig voll ausgenutzt. Und dann haben zwei Stück 40 Euro gekostet. Ja, die Controller waren da super. Obwohl der Switch-Controller, der Pro, auch richtig geil ist. Bei der Xbox Daylight. Ich hab dann. Oder sogar zwei, was ich kann. Ja, keine Ahnung, ich bestell da einfach. Alter, du musst jetzt den Chat aufzeigen, wenn wir ich und wenn der Manuel irgendein Ding finden, dann bestell das und dann bestell ich wieder irgendwas. Wissen Sie, wo sich dieser Ort befinden könnte? Xbox wieder zum Kauf verbinden, dann hat's mir der Manuel einfach bestellt, dann hat's mir auch nochmal bestellt, dann hat's ja wieder aufbestellt. Ja, wenn's keine Spur nicht gibt. Ja. Ja, da haben wir einen von Kumpelstoff uns geholt. Halt die Fresse. Na. Der ist mit seinem Cousin und der hat einen gehabt und dann habe ich gesagt, dann brauchst du auch einen. Und FIFA mag er spielen. Nein, ich hab gesagt, wenn du ins Ultimate die beide gestern kostet das nicht 800, sondern 1000 Euro. Also ein Ultimate Teamplayer, hab ich gesagt. Dann kostet das nicht mehr 800, sondern 1000. Oh Mann, 590 und dann hab ich am das PS Plus da noch geschenkt, 3 Monate. Wenigstens was zu. Das ist Scam. Ich denke mir halt immer, was noch früher ist, die für Geld versucht haben und paar Liter machen die paar hundert Euro, was mit Konsolen steckt, kann auch nichts. Und kennst du mehr Leistung mit der Asus? Nein, ich meine, dass du stabiler laufst als wie die MSI. War zum Song, oder?
sicher kein. Minimum 10 FPS. Muss kaufen. Hi, kein Grund zur Sorge. Ich bin auf der Suche nach diesem Ort. Wir sollten sie fündig werden. Danke für die Unterstützung. Wir haben Weihnachten gekauft. Dann nehmen wir auch dann. Ja. Aber ich habe immerhin schon geschafft, dass ich Konsole vom PC am Fernseher anschließe. Konsole vom PC am Fernseher anschließe. Wie kurz habe ich es eingeschickt gehabt. Mit dem Dock spüre ich eigentlich nie. Was ich nur bei der anderen Switch ein wenig kacke finde, dass es so eine Deoption gibt, dass du das einen Dock rein tust. Bei der Gloren. Ja, aber man kann sich ja den Dock separat kaufen. Oh mein Gott, wer sind sie? Weil dann hält man es halt einfach so da, dass der Dock und das Zeug nicht dabei ist. Aber man den trotzdem nachkaufen kann und dann kannst du dir auch den Dock rein da. Ich hab mir vor einem Jahr alle DS-Spiele von Pokémon bestellt. Einfach, dass ich es halt hab. Ja. Da kannst du es legitimieren vor der Lena. So, jetzt hätte die 5 Minuten Talk von Marco. Okay, passt. Data des Fossil Display First Edition. Ja und? Aber es hat sich ja früher nicht so fett da bei den Fernsehern und so. Das muss man halt auch sagen. Und wenn ich überlege, ich habe meinen 1080p Fernseher 10 Jahre gehabt. Ich muss halt immer überlegen, was mag man. Ein eBay Liner für 20.000 Euro First Edition Team Rocket. Sandner.
Ich hab mich nicht überzeugt. Geh du oben zu ihm. Ich weiß nicht, ich hab nichts verstanden. Ich bin im Breakpoint. Ich bin über den Breakpoint, wo ich drauf geholt. Das ist dir scheißegal! Der hat sich schon in die Position da gebracht. Aber zwei Akis im Team ist ja schon krass. Das war der beste Call. Hast du gerade die S für 2 Euro fürs Handy gekauft, oder? Da hat er nur einen Karton gebraucht und da war ja Grafikkarten dabei. Was kauft man sich sonst die Grafikkarten? Vor allem dann, wenn es 2 rauskommt. Das kennen deine Augen nicht, Aki. Alter Aki, du verzeihst schon wieder so einen Scam. Redst du dann auch immer so, Miguel, wenn du schon so schlecht spielst wie der Aki? Du kannst RGB bezeichnen. Es steht Asus statt MSI drauf. Es ist einfach besser, die Grafikkarten wie deine Aki. Der Grafikkarten. Die Grafikkarten ist ein Level weiter. Jetzt stell dir mal vor, deine Grafikkarten ist Zugspitz und der Maxi seine Grafikkarten ist der Mount Everest. Alter, Wiener.
Ja, es wird einfach nicht funktionieren. Was? Ja, warte, wie suchst du aus? Boko Stresse. Du machst das echt. Und du machst das doch eher auf. Okay, du machst mich fertig. Der Repacked Booster Pack Buyer. Der Repacking. Der Repackinger, genau so heißt er. Legit. Immer, jeden Tag scheinbar sein YouTube-Video. Wie er die repackten Packs aufmacht. Die Resealing Packs. Der Resealing, glaube ich, heißt er. Unser Zweitkanal ist gescampt werden ist mein Hobby. Bad Lightning, da vorne nicht mehr ein Heißer, sondern wieder ein Höhlenwohner. Was? Ich hab hier einen Toten! Es ist Will! Will wurde schossen! Kontakt! Alle bereit! Erzähl mir mehr darüber. Sag mir alles, was du weißt. Ich hab dir alles gesagt. Alles. An mehr erinnere ich mich nicht. Na, das hat das immer auf. Ich glaube, der Santa kauft den 20.000 Euro Display. Wegen einfach plus der Anwesenheit. Alter Max, ich weiß, du kennst doch sicher nur die Hordenfigur, den Ork von Warcraft, den großen, die 2 Meter. Den glaube ich da, die Ösinger. Da hat Franzi letztes Mal gesagt, wie bei dir war, was du bei dem Baum gesagt hast. Der war schön über den Christbaum mit der Beleuchtung. Legend, dass das gesagt hat zu mir. Wie. Oh weh, der Ork. Oder ein Laserschwert, aber richtig original getreu hat es gesagt. Ziel getroffen, wiederhole, Ziel getroffen. Den Stormtrooper. Leck mich, ich lade nach. Yeah!
die Ketten brauchst du halt nur, wo du rausgehen kannst. Sandner, der kauft den 20.000 Euro Display. Ja, dann kauft ihn für 40. Na, der verkauft nur den einen Display. Das stehst du eh mit PayPal. Na, aber das für die S-Seite zwar. Du kannst da das Auto vom Ash bestellen und ihre Pikachu-Pulli und dann kannst du Pokémon spielen. Ich hab keine. Selber, wir spielen GTA eine Kiste. Ja, da habe ich halt ein biblischer Kopf, wo man das Bau gehabt. Da war ich so einen ganz großen Rahmen mit so einer Plexischleinfunde, wo ich so eine da habe. Und da kommen die ganzen Games rein, noch der Reihe, die GTA. Da kommen so Leisten rein und da kann man die dann aufstellen. Deswegen habe ich mir auch Hüllen bestellt, die wo Legend wie neu ausschauen, vor 20 Jahren die Spiele. Genau deswegen. Das hast du jetzt erst gespannt, Mikkel. Zweifel dir aber an deiner. Weißt du, dass du die Knockout auf Insta mal anschaust? Oh oh, jetzt gibt's Einlauf. Das muss ich gleich offline. Jetzt seid ihr gleich zur dritten im Boss haben. Alter, sperr's in die Küche, ey. Jetzt du liebst deine Frau nicht und schaust du andere an. Du musst das ja nicht aufmachen. Was war jetzt, wenn der Mikkel ein Virus schickt, machst du dann auch einfach auf. Wenn der Mikkel Gay-Porn schickt, dann machst du das einfach auf. Ganz ruhig, okay? Ich gehöre nicht zu Sentinel. Jetzt darfst du mit dem Gas rübergehen. Du schaust doch die Nocken da. Das ist wieder eins ihrer Spielchen, oder? Iza Herzog, Königin der Kranken. Sagen Sie ihr, dass ich die Schnauze voll hab. Ja, sagen Sie ihr das! Schau sie doch da, Kiao. Dann können wir uns ja wieder miteinander anschauen. Ich kenne einen Ort. Dann mal los. Mm.
Jetzt wird's dann sagen, entweder geht's jetzt ins Wasser rein, oder du schützt den Richter aus. Ne, es war eine Englisch und die Sonder Deutsches. Adrenalin. Ja, dann schau ich den Produktbeschreibung. Und für deinen Schwanz brauchst du keinen Meterstab. Alter, du weißt, dass durch das eine Lied da Sand nicht kommt. Hey, ich gehöre wirklich nicht zu Sentinel. Mein Name ist Nomad. Jay Skell schickt mich. Wir wollen einen Teil der Überwachungszone ausschalten. Die Hintertür. Sie will, dass wir die Hintertür schließen. Ja. Gehören Sie zu diesem Computersicherheitsteam? Sie arbeiten wirklich mit Jace? Na, sagen wir haben dieselben Ziele. Sie haben ja keine Ahnung, was diese südafrikanische Irre den Menschen antut, damit sie arbeiten. Damit sie tun, was sie tun sollen und denken, was sie denken sollen. Oder auch nur um ein Geständnis zu bekommen. Ich kannte Leute, die von ihr beeindruckt waren. Wo ist Fat Zabi? It's in every Dunam! Wo ist Fat Zabi? Was soll das, Vaughn? Das geht jetzt seit Tagen so. Willst du immer nur reden oder machst du auch mal irgendwas? Naja, Waterboarding funktioniert nicht, also. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ich glaube, dass er ein Aki ist, Fran Aki mit Waterboarding. Nachdem man es aufgehört hat mit uns zum Zocken. Lankon! Hast du das Adrenalin jetzt gegeben? Ach, lass ihn doch. Knochenbrechen ist illegal. Rückst du dir hier ruhig? Sabi Kojast. Lasst halt, dass sie die Büchse der Pandora nennen. Bitte! Fleisch ist fertig. Dann wollen wir mal essen. Hey, du weißt, dass sowas gar nicht geht. Pff, fick dich. Bist du jetzt weich oder was? Was ist legal, was nicht? Scheiße, das ist nichts im Vergleich zu dem, was passiert wäre, wenn das ein Profi gemacht hätte. Früher haben wir mit dieser knallharten Blondine aus Südafrika zusammengearbeitet. Die liebte Foltern. Hat ihr Spaß gemacht. Und eins sage ich dir, die bekam an. Smokst du leicht, Bau?
Bis 10 mal 10 mal 10. Finde, kann ich ja mal höflich fragen. Danke. Moment. Der Code für die Zellen. Nur Herzog und ihr, der Typ, der ihr hilft, nur sie kennen den Code. Sie ist immer im Gefängnis, aber Sergeant Kent. Die Soldaten meinten, er geht zu seinem Stammaußenposten. Sie hören viel. Wenn man sie in diese kleine Kiste steckt, sind sie schon froh, wenn sie nicht verprügelt werden. Sie reden nicht, aber sie hören alles. Danke. Können Sie irgendwo unterkommen? Nach Hause können Sie nicht. Ich habe Freunde in der Nähe. Schaust du eigentlich die Propagandamedien von Russland oder unsere Nachrichten?